Jo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Hexpire und mit dabei ist der Mike. Hallo. Und der Alex in einem Livestream. Hallo. Ich merke gerade, dass ich meinen Popschutz direkt am Mikrofon hab. Was haben wir denn heute so vor? Ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Hast du einen Timer gestellt? Ja, hab ich. Alles klar. 4 Gold, Hast du ein Bett, Alex? Ganz böse. Nee, ich hab kein Bett. Das müsste aber auch gleich eng. Eigentlich müsste das die ganze Zeit auf hell bleiben. Warum ist das nicht? Macht quasi nicht. Wenn du willst, kann ich dir schnell ein Bett rüberbringen und dann können wir pennen. Der ist aber gerade in der Höhle. Ach so, okay, dann kannst du kurz disconnecten, damit es dann wieder Tag ist. Warte mal, Saka, hast du einen Verzauberungstisch, wo man bis 30 verzaubern kann? Ja, habe ich. Auch mit den Bücherregalen da außenrum? Ja. Okay, ich komme mal kurz zu dir, okay? Hast du ein paar Bücher? Nee. Schade, hinter dir ist ein Zombie. Ich weiß, der macht ja nichts. Denkst du, die anderen spendieren mir einen Verzauberungstisch? What the fuck, darin soll man bis 30 verzaubern können? Ja, warum? Warte mal, habe ich auf Englisch? Ja, ich habe auf Englisch, sehr gut. Ne, man kann höchstens bis 10 mit 10 Level verzaubern hier. Ja, dann brauche ich noch mehr Bücher. Hier steht Joe Vagina. Ne, wobei sagt Viking und Joe? Ja. Da Joe Vagina und Smoke Pimmel. Erst mal die ganzen Truhen begutachten hier. Boah. So, ich muss ja schnell raus, und zwar sehr schnell. Auf welche Höhe seid ihr eigentlich ungefähr? Okay, ich bin auf Höhe 79. 79? Ich bin ja. 76. Ja. Ja, ich habe gerade zwei Sachen einfach vertauscht. Ich habe Höhe und Dings vertauscht. Ey, mit Shader leckt das irgendwie bei mir. Also ja, ist doch logisch. Es hakt. Shader. Ist halt Shader. Und jetzt geht's dann auf die andere Seite hier. Dann nehme ich mal den Shader hier. Und was machen wir jetzt, Mike? Keine Ahnung. Machen wir noch das Dungeon von letztens zu Ende? Ja, dann waren wir doch fertig. Nein. Klar. Hier runter geht. Achso, das. Nee, gleich. Ich muss mal eben ganz kurz wieder da hinten zu der Burg hin, die wir gemacht haben, weil ich habe da ja noch eine Truhe mit meinen Sachen drin. Da waren nur Scheiße drin. Ich weiß. Trotzdem will ich haben. Ich hab mir viel Gold ausgeliehen, Ragbu. Was machst du in meinem Haus? Ich bin bei Ragbu. Hä? Du bist doch nicht bereit, Bruder. Alter Schwede, wow. Was ist? Nee, nicht nix. Du bist nicht bereit, Bruder, du bist bei mir drin. Ach nee. Aber jetzt bin ich bereit, Bruder, drin. Ich weiß nicht mal, wo er sein Haus hat. Mein Haus ist so ein kleine Pimmel. Ich schau mal bei Two Place rein. Das geilste Haus hat ewig. Weg? Mhm. Warum das? Das, was im Baum drin ist. In der Wand. In der Wand? Oh. Wir haben hier so eine Bergerhöhung bei uns. Und da hat sich Weg einfach mal reingebaut, stumpf. Ja, das machen wir auch. Und wir haben hier richtig viele Berge sogar. Aber das sieht richtig geil, aber bei ihm sieht das voll geil aus. Und hat er. Mann, keiner hat Bücher. Warum sollen wir jetzt auch schon Bücher machen? Ja. Ich geh jetzt wieder Action machen. Was machst du denn jetzt? Ich geh wieder in eine Burg rein. Willst du alleine reingehen? Ja. Okay. Wenn du meinst. Ja, du brauchst doch noch. Du brauchst doch noch Jahre, oder nicht? Ich bin jetzt gerade bei der Truhe da hinten. Gehen wir dann in die Burg rein?
Warte, ich will die Sachen erstmal sichern gehen. Danach können wir gerne. Ja, ich geh direkt rein, ist mir egal. Das dauert mir viel zu lange. Weil ich kann jetzt keine nachkommen, gleich. Weil irgendwo hier hatte ich letztes Mal noch die erst gesehen. Die nehme ich mir jetzt noch schnell mit, bevor du. So, das kommt da rein, das kommt da rein. Flugzauberstab habe ich, Feuerstab habe ich. Infinity kann ich mal machen. Und du willst du hier einfach deinen unendlichen Kelch da ausgeschüttet hast, ne? Das nervt gerade mega. Wie bitte? Dein unendlichen Kelch da hast du, hattest hier doch. Achso, ja, habe ich. Ne, hättest du hier ausgeschüttet und das nervt gerade mega. Ich bin ja gerade. Heul doch, du Mädchen. Das mach ich doch gerade. So. Hast du ein paar viele Pfeile? Ich hab gar keine Pfeile. Du hast viele Pfeile. Ich hab nur 32. Ja, wo hast du denn die ganzen Pfeile gelassen? Ich hab alle verbraten. Alter. Brauch ich eine V? Ne, stimmt. Ich brauch ein Blatt Papier. Und eine Scroll of Escape. Ich hab so. Eisen hier mitten dann. Gucken, was ich gleich mache. Wahrscheinlich haust du wieder zurück. Und Action war letztes Mal. Jetzt machen wir erstmal wieder ein bisschen Ruhe hier. Und ab geht die Post. Ich muss mich beeilen. Sarkal kommt. Was? Ich muss mich beeilen. Sarkal kommt. Also, wo? Das muss. Nein, das habe ich schon gemacht. Das auch. Ich gehe einfach dahin. Was ist denn? Ich hätte meine Level noch runtersetzen müssen vorhin. Mike, ich komme. Ja, ich bin jetzt wieder auf dem Weg nach Hause. Wird nicht überholt ist. Hä, wir kommen uns direkt entgegen jetzt. Bin da. Und du? Da bist du. Hier. Hi. Hier ist ein Meteorit. Wo? Ach da. Hier. Wollen wir mitnehmen? Kann ich mir. Warte. Aber pass auf, dass kein Ding spawnt. Ja, diese heftigen Creeper, ne? Allian Creeper. Aber aus den Meteoriten-Dinger, die sind getrocknet, kriegt man nichts mehr raus. Kurze Frage, wie könnt ihr hier Meteoriten gefunden haben? Wie, die sind einfach abgestürzt. Die können ja nicht abstürzen normalerweise. Wir sind nicht direkt in unserer Stadt. Ja. Wir sind gerade ein bisschen außerhalb. Ja. Na, hast du Creeper gefunden? Alter Junge, diese Creeper droppen aber schon geile Sachen, ne? Hast du da die droppen an, was? Die droppen mir. Ja. Die droppen manchmal Aconite Chips und die sind gut. Also ich finde das Schwert jedenfalls geil. So. Ach kacke, ich hab vergessen die Musik anzumachen. Wenn sie explodiert, dann sind alle deine Sachen weg. Mhm. Und? Gut. Nein, ich geh wieder weg. Ach, das ist scheiße, dieses Buch, was du da gerade in der Hand hattest, ne? Das Buch? Ne, Xander, meine ich. Ich habe eine Leistung gerade nebenan. Auf einem anderen Bildschirm. Ach so. Drin. Sagen wir es so, ich möchte halt gerne wissen, wie man diese Rapiere und so bastelt. Wisst ihr, nee, das ich habe das Buch nicht mehr. Achso, das Buch habe ich auch nicht, weil ich ja in die Lava gefallen bin. Ja, ich auch. Ich bin direkt reingespawnt in der Lava. Ich nicht, ich war vom Haus und war dann unfunktioniert. Ich bin da ungefähr 7-mal drin gespawnt. Ich bin da 5-mal drin gespawnt, aber die Tode wurden resettet. Jetzt habe ich 2, weil ich 2-mal bei einem Creeper verfolgt bin. Und da bin ich letztes Mal bei einem, vorgestern oder sowas, da bin ich beim Join gestorben. In der Luft, einfach so. Könnt ihr. Ansonsten Mighty Internet, do your thing. Ich habe schon so viele Dinge zerschlagen und ich habe erst 4 Meteoriten-Chips.
Da kommt ja auch keiner raus. Ich habe auch schon eben 8 zur Stange, kam kein einziger. Ich habe mal 4 Stück. Gönn dir, Junge. Gönn dir, Lord. Ach, ich verschwende jetzt nicht meine Zeit nur wegen diesen Meteoriten-Homos. So, Holz habe ich hier. In welcher Burg waren wir denn? Links oder rechts? In der linken. Aber rechts ist der Walker-Boss und ist richtig stark. Ja, du wolltest ja alleine rein. Ja, kommst du mit mir oder nicht? Nee, ich bleib jetzt. Ich mache jetzt ein bisschen Ruhe und baue mein Haus. Komm dann einfach nach. Ich hab gerade gesagt, mach jetzt Ruhe im Bauernhaus. Komm einfach nach, habe ich gesagt. Boah, die Ausbeute war natürlich, schon geil, ne? Okay. Habe ich noch Holz? Nein, ich habe kein Holz mehr. Eben ein Baum fällen. Ich würde auch mal Bäume pflanzen hier wieder. Nein, ich baue jetzt kurz mein Haus und dann komme ich vielleicht gleich nochmal. Stirb! Spacko. Du bist ja wieder freundlich heute. Ey, ja. Ich rede gerade nur mit den Gegnern, nicht mit euch. Ja, trotzdem. Total freundlich. Dankeschön. Das war ironisch gemeint, sag halt. Was? Das war ironisch gemeint. Ach nee. Dankeschön. So, Zauberstäbe bringt's echt. Ne, ich muss mal gucken. Ich muss mich damit mal mit befassen. Ich habe keine Ahnung von Zauberstäben und so. Hier gibt's nur Essen. Dann, es gibt einen Ofen, eine Kohle. Das kann ich mal mitnehmen. Lol. Ich will erstmal einen Geheimweg. Hinter ein paar Büchern. Bücherregal meinst du, oder? Ja. So. So, was ist denn hier drin? Das ist ein Klo. Da ist nichts drin. Nein, ich muss mal wieder noch ein bisschen essen. Was willst du essen? Nee, mir fällt gerade ein, dass ich mal mit Joe reden muss. Ach so, ich dachte schon, du willst Schokobo töten. Nee. Willst du ihn etwa drohen? Nein, ich plane ein neues Projekt, wofür ich ihn wahrscheinlich brauche. Left 4 Dead? Nein. Der Hosen-Scheißer. Was? Mich Spaß. Wow. Der stärkste von Stadt Grün ist doch, Dings das. Ragbo, oder? Also die meiste Ahnung hat auf jeden Fall Ragbo von uns. Ich meine, der gerade die meisten Sachen hat. Das weiß ich nicht, ich habe Ragbo noch nicht reingeguckt. Lunzen ist verboten. Was? Lunzen ist nicht gut. Was willst du von mir? Lunzen. Keine Ahnung. Och, ich Blindfisch. Ja. Und eine Lodge. Okay. Ja, es geht. Will ich das Buch wieder weg damit? Ehrlich? Jetzt mache ich hier mal alle Essenzen rein. Ich muss mal aufpassen, dass ich nicht mehr so viel mit dir aufnehmen, sag mal. Warum? Ich habe bis jetzt von 8 Parts nur 2 ohne dich. Was? Warum so viele? Weil wir haben gestern, glaube ich, 3 oder 4 aufgenommen zusammen. Aber mehr nicht. Weil vorgestern. Ja, meine ersten Part warst du auch dabei und jetzt bist du wieder dabei. Also magst du mir. Okay, merk ich mir. Hä, wo, was? Nix. Hä? Ich weiß schon, du willst, dass ich verschwinde von eurer Stadt. Was? Nein. Okay, ich sag das Smaug. Und dann komme ich weg von eurer Stadt. Oder der schmeißt dich raus. Ist mir egal, Hauptsache du verschwindest. Als ob Smoke mich rausfindet. Ja? Ich hab gerade gesagt, ich muss aufpassen. Er schmeißt dich, Spacko. Chill nach dein Leben.
Wie du gleich auch ausflippst. Ja, ich bin halt ein sehr sensibler Bubi. Moment, das habe ich jetzt nicht gesagt. Aber ich habe das gesagt. Ja. So, Häuslibau. Lol, was ist denn hier los? Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht. Nein, sie ist Skelettkrieger. Was? I am a Skelettkrieger. Ja, auf jeden Fall. Nee, ich hab einen Skelettkopf auf dem Kopf. Achso. Und deswegen bist du ein Skelettkrieger. Ja. Wenn du das sagst. Klar, wo bin ich denn hier gelandet? Weiß ich nicht. Hier ist einfach nur so ein Block und dann ist da ganz viel Redstone und dann klickst du drauf und es passiert nichts. Vielleicht muss ich das hier ausmachen. Weil ich dann ohne dass ich das hier nicht finde, dann da drauf drücken. Egal. So, 16 Minuten haben wir jetzt auch genommen. Wie lange wollen wir machen? 25? Ja, okay. Mini-Pads sind doch kacke. Oh Gott. Oh, weiter. Da bin ich wieder. Ich hab meine Mami da dran. Nee, das tut nur so. Oh, ich rede mit meinen Zuschauern nicht mit dir. So, ja, ich auch. Saka, ich beende meine Folge jetzt mal eben. Weil ich muss in 20 Minuten weg und ich will eigentlich jetzt noch eine zweite Folge aufnehmen kurz. Ich bleib noch dabei. Also ich hör nicht auf. Warte noch mal kurz ein Steak Holz. Bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.